Scheiße! Tja. Du bist wenigstens der Einzige, der richtig hochkonzentriert ist heute, ne? Meine Güte, muss eigentlich jedes Mal so gehen, dass du hier ankommst und ich kann das nicht und so. Das hast du gestern schon gemacht und ich hab dir gesagt, das klappt diesmal auch. Jeden Abend klappt das. Meine Güte. Ich bin mir immer so unsicher. Ja. Kann ich das nochmal erheben? Nein. Na, möchtest du wieder hören? Oh toll, du kannst das so toll, Annette. Wie jeden Tag. Brauchst du Angst oder was? Hallo. Was aufgefallen? Ich bin früh da, ich bin fertig umgezogen. Ich kann gleich so hin, wir fangen gleich an und Leo ist nicht da. Bei mir beschwert ihr euch alle, wenn ich zu spät komme. Immer kriege ich den Ärger. Und Leo, gehst du spät und niemand sagt was. Ich wollte gerade sagen, da wird doch Zeit hier. Das ist toll, echt. So toll, Vanessa. Ja, den ich auch. Mhm. Heute besonders. Ja, toll, den guck dir nicht an, wenn er zu spät kommt. Ja, den kannst du schlecht anrufen. Per Telefon vielleicht noch. Wieso ist der? Nee. Ja, toll, wo bleibt er denn da? Ja, der kommt nicht mehr, oder? Siehst du den fünften Stuhl? Ich nicht. Was wie, der kommt nicht mehr? Der spielt Romeos Freund, das kann doch nicht. Ich will Volio spielen. Es gibt bei jeder Rolle eine zweite Besetzung, so ist das nun mal. Ja, toll, aber er kann nicht einfach so weggehen. Ja, ist er aber. Wo kommt er denn hier? Gar nicht. Gar nicht. Hä? Boah, ich schätze dich, ne? Ohne Verabschiedung. Ja, ohne Geparty. Moment mal, was? Neubesetzung, sowas? Der kann doch nicht einfach abhauen irgendwie. Was soll denn das? Er hat mir erzählt, er mag das nicht mit diesen Verabschiedungsdingern. Da muss er mal weinen und so emotional. Nein. Und ihr auch alle weint dann sowieso und das ärgert dich. Dann haut er einfach ab und lässt ihn noch nicht mal blicken zum Abschied oder was? Ich wäre gerne noch mit dem Essen gegangen. Ich muss wohl nach Hamburg fahren, um mit dem Essen zu gehen. Der war mal so nett zu mir. Annette, jetzt ist halt niemand mehr nett zu dir. So ist das Leben. Toll, und jetzt? Ich habe ihn halt gestern getroffen, das wollte auch unbedingt wissen. Ich erzähle die Story mal. Ich habe ihn gestern getroffen, bei der Boutique, als ich über die Straße ging. Und dann traf ich ihn und er wollte mir natürlich auf den Weg gehen. Ich hielt ihn fest und dann sagte er, hi. Ich sag hi. Und dann erzählte er mir, dass er halt nicht mehr bei uns arbeitet. Ja, er arbeitet jetzt in Hamburg. Ja. Oh. Rat mal warum. Wegen dem Geld? Ja. Ja, aber der kann nicht einfach so weggehen. Ja, ist er aber. So ist das nun mal. Wie, dann hat er gestern gesagt, er geht weg oder was? Und ja, ist so, wo er sei, ne? Und seitdem arbeitet er in Hamburg. Ja, super, ey. Das ist ja richtig geil, ey. Weil hier noch nicht mal Tschüss sagen, noch nicht mal irgendwie eine Nachricht hinterlassen, dass er nicht wiederkommt, sowas. Haut einfach ab, ey. Was ist denn das für ein Typ? Das ist total untypisch für den eigentlich. Ja, ich meine, von dem anderen Mann. Das geht nicht. Er hat uns aber was mitgebracht. Ist doch nett, oder? Ja, er hat uns was mitgebracht. Leo. Eine DVD, der man das ein Abschiedsgruß und nette Sachen drauf. Moment, was ist das? Ein Abschiedsgruß oder so. Ja, auf DVD. Ja. So ist das. Die Freigung gesehen. Mach ich aber, ja? Was soll denn das? So. Und jetzt muss es einfach angehen. Ja,
Ja, liebe Kollegen, mein Abschiedsgeschenk für euch. In dem folgenden Film habe ich die Regie geführt und ihr seid, ohne dass ihr es wusstet, zu echten Schauspielern geworden. Es geht natürlich um Theater, nicht nur das Theater, das wir jeden Abend spielen, sondern auch um das Theater eures Lebens. Und ich kann nur sagen, ihr seid exzellente Schauspieler. Eure Rolle sitzt, der Text sitzt und ihr seid genau das, was ihr sein wollt. Echte Lebensschauspieler. Ich habe mich köstlich amüsiert und hoffe, ihr tut's auch. Also, alles Gute. Ich sag nur noch, Film ab und Vorhang auf. Ach ja, und wen glaubt ihr jetzt noch?